Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei Rockpower TV. Heute mit einer Map-Vorstellung und zwar präsentiere ich euch die Jorans Farm. Die Jorans Farm, kleine Geschichte, ist entwickelt worden von Maverick 74, der die sie mit einem Jungen, sage ich mal, ich denke mal, es wird auch ein Abonnent von ihm gewesen sein oder ein Freund. Er hat die Map mit ihm zusammen entworfen und hat sie alleine fertig gemacht, weil der Jorans konnte sie nicht mehr alleine fertigstellen, weil er an Krebs verstarb. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es sind auf der Map auch dementsprechend Gedenktafeln und so. Und ja, der Maverick, den kennt ihn, man kennt ihn ja schon von der Maverick Farm, eine reine Produktionsfarm. Und so ist auch die Jorans Farm entstanden. Es ist eigentlich eine Wahnsinns-Map, vierfach natürlich, logisch, bietet Produktionen bis zum Abwinken. Und als Zusatz, was ich total super finde, fast so ähnlich wie bei der Map da aus Russland, wo ich euch letzt auch ein Let's Play davon gemacht habe. Ja, mir fällt gerade der Name nicht ein. Man muss einige Produktionsgebäude oder so erstmal bauen. Bei der Map, die ich damals gespielt habe, mit dem Chris zusammen, hat man immer nur Betonblöcke, Beton und Holz gebraucht oder irgendwie. Und bei dieser Map braucht man da einiges mehr. Wirklich einiges mehr. Also wenn man da was bauen will, man muss sie wirklich beliefern mit Beton, mit Sand, mit Kies, mit Wasser, mit Holz, also was man an Baumaterial eigentlich finden kann. Ich habe sie noch nicht ganz korrekt angeguckt, nur mal ganz grob. Ich gehe mit euch auf Deckungsreise und stellt euch darauf ein, es wird ein langes Video, weil wirklich so viel zu tun ist, so viel zu machen ist. Und es kann gut möglich sein, dass ich da die Hälfte absolut verpenne oder eben vergesse. Ist absolut in Englisch. Also, wer Englisch kann, gerade bei den Produkten oder bei den Zutaten, hätte ich es beinahe gesagt, bei den Rohstoffen, wäre absolut von Vorteil. Wenn nicht, der wisst ja, mache ich ja auch meistens, ein Wörterbuch nebendran legen. Dann starten wir mal. So, das ist die erste Gedenktafel-Ebbe, Jordan Stairway to Heaven. Da geht es die Treppe hoch, ist wie ein kleines Mausoleum, finde ich sehr nett gemacht. Wenn man da jetzt die Treppe hochgeht, zeige es euch mal kurz, geht es dann weiter. Da ist die Geschichte, das könnt ihr nachlesen, von diesem Joran. Ein Bild von ihm, finde ich sehr, sehr gut gemacht, nicht auf Englisch. Dann hier der Liedtext eben von dem Song von Led Zeppelin, Stairway to Heaven, umgelegt nicht auf den Joran. Also der Maverick hat da wirklich was gemacht, nur an Gedenken dieses Jungen. Was ich sehr, sehr klasse finde, weil die beiden ja zusammen die Map entworfen hat. Dann haben wir hier oben noch die nächste Gedenkstätte. Ja, das sind so einige, die sind versteckt, da kann man ein bisschen rumlatschen. Ja, hier ist sie. Das ist halt wie ein Ausflugsziel gemacht. Da ist dann auch nochmal Jorand. Von 2003 bis 2018 ist nicht alt geworden, der Junge. Dann halt noch ein Spruch dazu und eben die Traueranzeige. Finde ich sehr schön gemacht, ist was Tolles, hat er sich was einfallen lassen. So viel zu der Gedenkstätte. Ja, wir gucken mal die PDF-Datei an oder PDA, Entschuldigung, PDA-Datei. Ihr seht schon, riesengroß, also Wahnsinn. Es ist abnormal. So was wird das alleine hier ist die Kiesgrube. Alles was mit dem Kies und Sand und so zu tun hat. Dann ist hier ein Fährbetrieb. Der ist sehr wichtig, weil sonst kommt ihr nicht darüber, weil Brücken meistens glaube ich erst gebaut werden müssen. Und dass ihr von hier nach hier kommt, braucht ihr die Fähre. Komme was da wolle. Hier ist Obstplantagen, Sägereien und so weiter und so fort. Wie gesagt, das gehen wir Stück für Stück durch. Gucken mal kurz in die Dings rein, wenn es eine gibt.
So, das seht ihr schon, Kohlbagger, also Kohle, Salz kann man abbauen, Ore, ich glaube Erde, Stone, Gravel, Sand, Crusher, Concrete Block Factory, also auch wo wir diese Betonsteine herstellt, finde ich sehr gut. Carbstone Factory, was der Teufel, was das sein soll. Sehr geil, alles kenne ich auch nicht. Paper Resident Factory, also Papier, Paletten, Barrel ist Fässer. Woodcrusher, also ist eine Menge Zeug. Shell Fabrik, Board Factory, Fabrik Seed, Ford, Diesel Store, Wasser, Kohlnut, also Kohlernüsse. Ja, der Krach im Hintergrund sind meine zwei Katzen, wie gewohnt. Sie haben gerade ein bisschen ihre 5 Minuten. Weinanbau, dann Pflaumen, Birnen, Orange, Kirsche, Apfel. Die Schlachtereien sind extra, das finde ich auch mal super gemacht. Eine Rinderschlachterei, eine Schweineschlachterei, eine Hühnerschlachterei. Goose ist, wissen wir ja, Gänse. Rabbit gibt es sogar, also Hasen. Dann, das ist die erste Fabrik, die man bauen muss, eben die Zuckerfabrik. Die Coca-Cola-Fabrik muss man bauen. Kompostmaser, Potato Washer, Rabbit Breeding. Das sind die Ställe. Dann gibt es Gewächshäuser mit Melonen, Tomaten, Kürbisse, Pilze, Erdbeeren, Himbeeren. Dann ist das nächste wieder zu bauen, eine Wodka-Fabrik, eine Potato Flour Mill, das ist nochmal Kartoffelmehl, Kartoffelstärke. Es gibt eine Weizenmehlfabrik, eine Kornmehlfabrik. Rye ist, glaub Mais. Spelt, Millet, ach Gott, eine ganze Menge Diesel Store. Da ist die Brücke zum Bauen, seht ihr. Dann Pizza. Diese Pizzafabrik hat, glaube ich, allein 5 verschiedene Sorten Pizza. Das ist eine Fabrik, das sage ich euch gleich. Was die an Rohstoffe haben will, Halleluja, das seid ihr mal ein Weilchen beschäftigt, nur um diese Produktion zu beliefern. Dann Ölfabrik, Kartoffelchips, Bäckerei, Campbell Soap, Soap ist nochmal Suppe, McCain, Pommes frites, Glow Factory, es gibt eine Kleiderfabrik, die mit Hanf angeliefert werden kann, Baumwolle und auch, sagt mir schnell, jo. Schafswolle, eine Eiscremefabrik, Biskuitfabrik, Fruit Salad, Salatmix, Coleslaw, was weiß ich, was das ist, Weinbar, dann verschiedene Brauereien, zwei verschiedene Brauereien, Kaviarproduktion, Fisch, Kaffee, eine Kaffeefabrik, Donut sogar, Fischräucherei. Dann eben Schweinefutter und Rinderfutter, also Kraftfutter, Potato Washer, oh Gott nein, Diesel Store, also Verkaufsstellen, Seed-Verkaufsstellen, Milk Factory ist klar, das ist die Molkerei, also eine Wahnsinnsmenge. Ja, wie soll man mal da gehen, fliegen kann ich gerade zur Zeit nicht. Ist als eine schöne Landschaft, die haben sich alle Mühe gegeben. Wie lange die Bauzeit es betrug, weiß ich nicht. Aber halt Wahnsinn. Das Wildblei habe ich jetzt auch nicht drin, das ist sehr geschickt. Mal kurz probieren. Ne, geht nicht. Toll. Das ist, glaube ich, zum Beispiel die Weinhandlung. Ja, genau, das ist die Weinhandlung, wo ihr die Weine verkaufen könnt. Das Gebäude kennen ja einige schon von euch hier. Die Fässerabgabe. Da muss hier irgendwo die Treppen runtergehen und die Traubensaftabgabe. Ja, da ist die Treppe. Das kennen wir ja schon. Ja. Ich gehe jetzt mal einige Sachen durch. Mining Products. Ist klar, hier im Hafen, ist ein riesen Hafengelände.
Hängt ja natürlich alles, was im Kies- und Sandproduktion betrifft, abgegeben werden. Also Wörthsee, da findet ihr auch Verkaufspunkte. Ein riesen Hafengelände ist das. Seht ihr, hier sind die Betonblöcke. Es gibt sogar, das habe ich auch gelesen, Gipswände kann man herstellen. Gips, also Rigipsplatten würde man in Deutschland sagen. Gipsplatten. Wo auch wieder für den Bau benötigt werden. Sag ja, wenn man nachher mal in so eine Baustelle rangucken, Wahnsinn, was da alles verlangt wird. Das da oben kann ich euch schon mal zeigen, ist zum Beispiel. Seht ihr? Das ist zum Beispiel jetzt irgendwas, was die Spedition Tilbeke, das ist natürlich holländisch, weil der Mepper und der John, das waren ja Holländer. Und das ist alles, was auf Paletten gibt. Guckt euch mal das an. Das ist alles Palettenware. Man soll es nie für möglich halten. Das ist Wahnsinn. Tomaten, Tomatensuppe, Mehl, Fisch. Es ist alles für Paletten zum Transport. Und das erste Mal, wo ich auch gesehen habe, das fand ich auch ganz schön Hammer oder geil, das Teil hier. Man kann damit mit Paletten Züge beladen. Das sind Züge, wo eben Container haben. Vielleicht sehe ich mir das nachher noch. Ja, Wahnsinn. Man kann Paletten diesmal mit Züge fahren. Das ist eben die Fabrikgebäude. Man selber kann da jetzt nicht beliefern. Das ist wirklich nur für den Zug. So viel ich weiß. Doch, da geht was rein. Boah. Wo kann man keine Tür öffnen? Da kann man wahrscheinlich mit dem LKW reinfahren, wenn ich mal endlich die Rampe finden würde. Ja, ich habe das B-Player-Mod vergessen. Tut mir leid. Also zwei Stück Rampen für LKWs. Geht auch nicht auf, aber vielleicht kann man mit LKW ranfahren und abladen. Weil wie gesagt, der Rest geht nur mit Zug. Und die Übersichtshaube finde ich richtig klasse. Also da könnt ihr mal gucken, was es alles gibt, was dann auch da drin gelagert ist. Dann haben wir das nächste. Das zum Beispiel ist eine Fabrik nur für Leerpaletten. Eine riesengroße. Da sind immer Informationstafeln auch da. Also seht ihr auch, wie man jetzt auch beschrieben, hier gibt man die Boards ab, Bretterpaletten. Ich weiß es bloß nicht, warum das da jetzt ein Trigger da oben nicht erscheint. Aber egal. Die Türen kann man eh nicht öffnen. Wie gesagt, das ist eine Palettenfabrik. Und so weiter. Und so fort. Jetzt suche ich mal gerade den Ausgang. Dankeschön. Ja, ihr seht schon, hier ist auch wieder das nächste Zeichen. Hier gibt man Holzhackschnitzel. Und hier Paletten. Was da jetzt rauskommt, weiß der Teufel. Also irgendwo muss eine Informationstafel sein, aber keine Ahnung. Ach so, das sind trotzdem ja die Palettenfabrik. Gut. Gut. Da ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, dass ich keinen Speedplayer-Mod drin habe. Weil da geht zu unserem Hof runter. Und was man da schon von weitem sieht, sind eben die Hasenzüchtereien. Also es gibt noch ein Modpaket von den Chance Farm, habe ich auch mal durch Zufall rausgekriegt.
Es gibt eine Website www.jordansfarm.com und da könnt ihr Mods runterladen, was ihr für das Spiel, also für die Map, braucht, so an Fahrzeuge und so weiter und so fort. Weil es gibt einen speziellen Auflieger, der auch Hasen und Gänse transportieren kann. Seht ihr, das müsst ihr kaufen. Das sind auch viele Gebäude, wo erst gekauft werden müssen. So, Fat Goes, das ist quasi Futter, muss man für die Gänse. Hier gibt man die Gänse ab, wenn man sie beliefert. Hier ist das gleiche, sind zwei Gänsezuchtanstalten hintereinander. Ah ja, hier seht ihr, da ist zum Beispiel für Stroh ein kleines Lager, finde ich auch super gemacht, warum nicht? Jeder da müssen wir uns kaufen, kennt ihr ja schon, jo, ist nichts Neues. Und dann nebendran ist die Hasenzucht. Gut, muss man jetzt nicht extra zeigen. Sonst wird es halt überhaupt nichts mehr, dann geht das Video wahrscheinlich 5 Stunden lang. Ich will jetzt nur so einiges rauspicken. Was ist das hier? Jupiter Bier, das ist zum Beispiel die Brauerei, die eine Brauerei, wo man auch erst kaufen muss. Sieht zwar aus wie eine Winzerei, aber es ist eine Brauerei für Jupiter Bier. Und ja. Da seht ihr schon, was alles rein muss. Mais. Dann auch wieder Wasser. Das sehe ich jetzt schon von hier. Water, jawohl. Und da die Paletten, denke ich mal. Nö, hier kommt das Bier raus. Wunderschön. Und hier kommen die Paletten rein. Okay. Das da dazu. Das ist wieder so eine Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge. Dann haben wir hier zum Beispiel eine freie Wasserstelle. Water, das ist Wasserlager. Das sind verschiedene Lagertypen. Hier kann man zum Beispiel Stone, Liquid, was? Nee, Fertilizer. Hier kann man das auch verkaufen, glaube ich. Sieht überall beschriftet. Failure Seeder hier. Und so weiter und so fort. So, wenn wir jetzt gerade mal in der Nähe sind, ich muss in diese Richtung flitzen. Da hinten ist das, ja, Bergwerk hätte ich beinahe gesagt. Kiesgrube, sagen wir mal eine Kiesgrube. Funktioniert eigentlich ganz einfach, ihr braucht keinen Bagger und nichts. Das sind schon so riesen Schaufelradbagger. Die muss man nur mit Sprit befüllen. Das zeige ich euch mal kurz, das ist eine große Anlage. Ja, wie gesagt, sorry, dass ich den Speedplayer-Mod vergessen habe. Ja, gucken wir mal, dass wir so rennen. Das nur schon im Ohr gejuckt. Wieder die Großgrube ist halt so groß, weil man da wirklich alles abbauen kann, eben sogar Salz. Und Salz ist wieder für ein paar Produktionen, wie zum Beispiel, glaube Schlachtereien und so, wichtig. So, ihr seht schon die Bagger. Also wenn ihr mit dem LKW, egal was, so ein Sattelzug oder eben Kiesbomber, sage ich jetzt mal, hierher fährt, hier müsst Sprit rein, das ist ganz wichtig, sonst laufen diese Bagger nicht. Und hier fährt ihr dann drunter, hier, da fährt ihr drunter und da oben steht ja auch, wie viel dann eben jeweils drin ist.
Was der jetzt gerade abbaut, das weiß ich leider nicht. Könnte Erde sein, weil es braun ist. Wie gesagt, das sind halt verschiedene Teile. Das ist das ganze Gelände hier. Das ist zum Beispiel die Coca-Cola-Fabrik, die aber noch gebaut werden muss. Jetzt kann ich mal so eine Baustelle zeigen. Hier sind einige. Ein Kraftwerk haben wir auch. Seht ihr, hier steht drin, was alles da rein muss. Mit Informationstafel wieder. Das ist der Zementblöcke. Man braucht hier Stahl. Jeder bei uns zu kennen, Stahl gibt es auch. Curbstone, was weiß ich, was für eine Steinsart es ist. Steel Pipe, das sind Rohre, Stahlrohre und wieder Beton. Wie gesagt, es kommt halt immer darauf an, was es ist für eine Fabrik. Der braucht eine ganze Menge. Also wie gesagt, es ist nicht einfach. Hier ist die Stahlfabrik, das haben wir sie gleich mal. Aha, hier wird der Stahl hergestellt. Ihr müsst dann auch eben Sprit. Wird irgendwo Eisenerz, ach, ich glaube, Ohre ist Eisenerz, genau, Ohre, Eisenerz. Das muss dann hier irgendwo rein, denke ich mal. Lime in, Lime ist Gips. Was haben wir hier? Ohre, Eisenerz. Natürlich bin ich irgendwo gelandet, wo ich nicht landen wollte. Wieso bin ich da jetzt rausgeflogen? Aha. Ja, gut, okay. Das ist jetzt absolut Wodka. Das ist jetzt auch eine Fabrik, die man erst bauen muss. Hier ist ein Acker zum Kaufen. Das kennt ihr ja schon. Funktioniert ganz normal, auch mit Missionen. Reinfahren, dann müsst ihr halt immer gucken, irgendwo sind halt immer diese Teile da versteckt, wo ihr das eben alles hinliefern müsst. Das Fragezeichen ist gerade nicht, geht, kapiere ich es gerade nicht, ich meine das Ausrufezeichen, aber egal. Ja, wie gesagt, immer noch Zement, Stahlrohre. Seht ihr, da ist jetzt was Neues. Drywall ist über diese Rigipsplatten. Stahl und... Okay, da ist, wenn jetzt diese Rigipsplatten verlangt. Da ist nicht jede Baustelle gleich. Es gibt auch mal eine Baustelle, wo was ganz anderes verlangt wird. Also verlasst euch da nicht drauf, lest es erstmal durch. Und dann eben, gib ihm sauberes. Hier ist eine Mühle, die muss auch gebaut werden, seht ihr. Hier sind wieder die konkrete Blöcke. Da ist schon wieder mehr. Stahl, Scherbs, ich weiß nicht, was Scherbs ist, müsst ihr mal gucken. Bors, hier werden die Bretter verlangt und wieder Beton. Also seht ihr, das ist der beste Beweis, immer irgendwo was anderes. Deswegen legt den Wörterbuch zurecht, ist besser. Dann Fresh Market ist auch so eine Verkaufsstelle, das ist ein ganz normaler Marktplatz und so, wo ihr, denke ich mal, was weiß ich, verkaufen könnt. Eier und so weiter und so fort, keine Ahnung, müsst ihr glaube ich selber rausfinden. Ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwo angeschrieben ist. Doch hier, doch hier, seht ihr, hier ist ein Schild, Fresh Market, also alles was quasi Obst und Gemüse betrifft, Kartoffeln und so, also wissen wir das ja schon. Supi, wunderbar. Da ist der Shop, das ist der Shop zum Beispiel, da ist dann die Heimtücke hier, der Shop, da muss dann da übergesetzt werden. Das ist wie gesagt alles, was eure Fahrzeuge betrifft, wird hierher geknallt. Hier drüben ist die Spedition Vanderlist, kennt ihr ja schon. Okay, geht nicht auf, warum weiß ich nicht.
Ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Mann, es ging ja irgendwo meine Tür auf, aber will der Chamber gerade nicht. Keine Ahnung warum. Gut, Schalter funktioniert auch nicht. Egal. Dann ist hier über diese Fähre, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, hier ist sie nicht. Aber irgendwo ist halt diese Fähre, die dann eben übersetzt. Und hier ist dieser Verkaufsshop. Hier könnt ihr die Fahrzeuge da verkaufen. Ach, das geht auf. Ist aber schön. Okay. Wunderbar. Ja, Zolltore. Hier sind die Flaggen der holländischen. Wunderbar. Da ist nochmal Fundelist. Ach, das ist das Gebäude, wo aufgeht. Wenn das ist es, oder? Ja, wie gesagt, das ist eine holländische Spedition, die ist halt hier richtig ausgestattet ohne Ende. Also wer da Bock hat, kann sich nämlich die ganzen Fahrzeuge von Thunderlist aussuchen. Ah, hier geht das auf. Okay, bewusst wie. Wie gesagt, hier ist wirklich alles spielbar, von Bau, Transport, Logistik, Farmer, alles mögliche, Wahnsinn. Wie gesagt, irgendwas versteht, da ist der Kaffee-Roaster, die Donut-Fabrik, Campbell Soup, also diese, ich glaube das ist... Hier ist zum Beispiel die Fisch. Fischi Fischi. Ja, das kennen wir ja schon, diese Kaviarproduktion und so weiter und so fort. Hier ist alles, was mit Fisch zu tun hat. Hier ist auch die Räucherei und so. Ist auch auf einem Gelände. So, jetzt gehen wir noch in die Garage. Ja, natürlich, euer Hof befindet sich hier. Gehen wir mal auch schnell rein. So, hier ist die Heu- und Strohverkaufsstelle, kennen wir schon. Das ist euer Hofgelände, ein riesen Ding. Hier ist euer Silo und das ist auch schon gewaltig. Und was da auch cool ist und neu ist, das zeige ich euch auch gleich, das finde ich mal abnormal geil, ist das Lager für Heu. Ballen, Strohballen, Grasballen, Silageballen. Aber jetzt erstmal hier das Silo. Hier steht auch wieder dran, was alles rein kann. Und es ist eine Menge. Also von Hopfen über Onions, über Limestone. Also quasi sogar die Baumaterialien kann man hier einlagern. Apfel, Pfirsiche und so weiter und so fort. Hier fährt die hier rein. Hier wird es abgekippt. Da ist irgendwo eine Pipe, wahrscheinlich auf der anderen Seite. Mal kurz reingucken. Da ist ja auch da innen drin die Pipe. Ah ja, die ist auch da innen drin. Also ich sage, hier wird abgeladen und beladen. Ja, jetzt muss ich nur mal gucken, wo es das ist, dass ich das nicht verwechsle. Das ist der Kuhstall. Denke ich mal. Ne, es kann aber auch das Lagersystem sein. Ja, ich glaube, das ist das Lagersystem für Heu und Stroh und Dingsballen.
Da müsst ihr gucken, wo ihr was abladet. Und hier sind die Rinder. Nee, das ist doch der Kuhstall. Entschuldigung, ich nehme es zurück. Das ist doch der Kuhstall. Da muss ich mal weiter suchen. Ego ist dieses System. Da ist natürlich das Lager für Gülle. Riesengroß, seht ihr schon. Dann habt ihr auch ein paar Silos hier. Das heißt, irgendwie was zum Herstellen. Ah ja, hier ist die Saatgutfertigung. Und hier ist irgendwie der feste Dünger. Ja. Mal gucken, wo das versteckt ist. Da ist die Pferdezucht drin. Da Pferde gibt es ja auch, wie gesagt. Sogar Ziegen. Ziegen haben wir auch. Ziegen. Ziegen. Hier ist die Molkerei. Muss man eigentlich auch erst kaufen. Und hier wird auch alles hergestellt. Da wird die Milch abgeliefert. Da seht ihr schon hier, sehen verschiedene Produkte wie Käse, Haarmilch und Butter. Mehr gibt es leider nicht. Finde, reicht auch. Wenn ich jetzt noch den Dings finden würde, wartet mal kurz, das möchte ich noch schnell zeigen. Ah ja, das ist zum Beispiel so eine Dings, wo hier Pflaumen hergestellt. Da ihr seht die Bäume, da müsst ihr hier einiges beliefern an Wasser, Dünger, wie ich weiß, oder? Ja, Dünger. Dann hier Kompost oder Mischt. Und hier kommen dann die Pflaumen raus. Und dass die jetzt nicht auf Paletten rauskommen, weiß ich jetzt auch nicht so hundertprozentig, aber ist ja mal egal. So sehen auf jeden Fall die Obstfabriken aus. Drei. Stahlfabrik haben wir schon. Absolut Gottka. Da ist die Chipsfabrik. Da ist zum Beispiel alles, was mit Beton zu tun hat. Hier werden die Betonplatten. Wo ist mein Engchen jetzt? Hallo. Dankeschön. Hier werden die Betonplatten hergestellt. Kennt man auch schon diese Fabrik hier. Pflastersteine gibt es. Und noch eine Steinart, Moment. Ach ja, die Pflastersteine. Kann sein, dass das eine, dieses komische Stone-Gedöns, eben die Pflastersteine sind. Ja, seht ihr, das eine waren Pflastersteine und das sind wiederum andere Steine. Hier ist das Wasserlager, hier kommt Wasser rein. Und das kennt ihr ja schon, Sand, Zement und Kies. Nochmal dieses Palettengedöns. Ja, da brauchen wir das schon. Oder das ist halt nochmal so eine Stelle, wenn es so ein Doppelsilo jetzt gerade ist. Das ist eine Doppelstelle. Wie auch immer. Powerfood. Da ist zum Beispiel auch was, seht ihr gerade Lidl. Hier werden die Sachen abgeladen, irgendwo ist ein Verkaufstrigger.
Musst du quasi außen rumfahren, hier irgendwo müsst ihr ranfahren. Ich weiß auch nicht, welcher Trigger es ist. Also der Parkplatz von hier ist eben, das heißt mal der holländische Lidl. Da können wir Eier verkaufen. So was ganz Bestimmtes. Trinary, was ist das jetzt schon wieder? Sommel. Ja, wir können doch immer Holz lagern. Wenn wir durchfahren. Müsst ihr abladen, dann wird dann Holz geladen, abgeladen oder gelagert. Ich weiß nur noch, die eine Fabrik steht, glaub. Da kommen die Hackschnitzel raus, da kommt das Brennmaterial rein. Ja, ich kann auch mit dem Zug die Baumstämme abladen, das geht auch. Den Waggonsbus da dran fahren, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was herstellt. Moment, ich bin beim Lugi Lugi machen. Oh, na, Moment doch. Papier, hier gibt's Papier. Da ist die Papierfabrik. Wahrscheinlich die Bretterpaletten werden hier hergestellt. Hier gibt es die Bretterpaletten. Gleiches Spiel. Ach, da ist der Woodcrusher. Wir würden. Mich wundert, dass es mit dem Fragezeichen hier nicht geht. Geht das nicht? Kapiere ich auch nicht, aber naja. Egal. Ich wollte ja nur noch die Pizzafabrik zeigen, weil die wirklich eine Menge an Sachen neben hat. Ach, da ist der Viehhändler. Wollen wir mal schon reingucken. Wie gesagt, hier hat es halt alles. Seht ihr? Schafe, Schweine, Kühe, Pony. Das sind die Ziegen eben. Hühner, Hasen. Ach süß. Gänse. Ja, wie gesagt, alles. Kaffee. Weingebiet. Warehouse. Ach, da ist die Zuckerfabrik. Das Jupiter Bier, das hatten wir schon mal. Da ist das andere Bier. Gleich nebendran. Ach, da kann man auch mal kurz hingehen. Hier sieht so sieht die Mühle aus. Na gut, wenn sie gebaut ist, scheiße. Ja, die Mühle müssen wir erst noch bauen. Habe ich auch total vergessen. Wo ist diese Pizzafabrik? Shop. Ach, hier ist übrigens die Raffinerie. Jetzt hoffe ich bloß, die muss man nicht auch noch erst bauen. Ne, die steht schon. Das ist ein riesen Ding.
Weil ihr habt ja schon gesehen, Sprit ist am allerwichtigsten. Das ist eine richtige Raffinerie. Das Einzige, was ich nicht kapiere, ist, warum dass man hier Mais abliefern muss. Zuckerrüben, Mais, Raps, Hemp. Was ist Hemp schon wieder? Weiß ich gar nicht. Aber egal. Also, ich würde nur brutal behaupten, ihr könnt das jedem Scheiße Sprit machen, aber irgendwie ist es halt so. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Donutfabrik, also Kaffeeroaster, der Salatmix, ein Früchtesalat, Meaning und Forestry, das ist auch so ein Ding, wo man halt lagern kann. Holz, Diesel reingeknallt. Ja, hier ist auch ein Lagersystem auf jeden Fall. Wie auch immer. Aber ich finde diese Pizzafabrik nicht. Die Schlachterei, kann man auch noch schnell reingucken. Wie gesagt, da ist halt verschiedene Arten. Das seht ihr so Hallen und jede Halle ist halt für was anderes zuständig. Und hier kommt Steak raus. Corned Beef. Pepperoni. Komisch. Chicken Wings. Chicken Leg, Hühnerbeine. Hühnerbrust. Boah, Mamma mia. Also seht ihr, hier müsst ihr die Hühnchen abgeben. Die fährt ihr hier rein, werden hier abgeladen, dann. Und das gleiche ist hier für Gänse und Hase. Was kriegt man hier raus? Gänsefleisch und Hasenfleisch. Und dann ist halt irgendwo noch Schwein. Das ist auch ein Riesengebiet für sie. So eine große Schlachterei habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Aber ist nochmal wieder was für ein Spielspaß. Absolut gut. Ah ja, hier Schwein. Hier, ja, hier Bacon, Schinken und hier Ham. Also Ham und Eggs. Ham, Schinken. Bacon. Ja, egal, und Würstchen. Das ist alles für Schwein. Hier noch was? Nö. Ja, das habt ihr eigentlich schon großenteils gesehen. Hier ist nur noch der Eingang nochmal. Da müsste hier eigentlich die Rinder, ja, aber hier gehen die Rinder rein. Pferdefleisch ist glaube auch irgendwo, aber ich weiß es nicht wo hundertprozentig. Das ist die Großschlachterei. Hier ist Drywall, hier ist zum Beispiel die Gipsfabrik. Hier werden die Gipssachen hergestellt. Hier müsst ihr Limestone abgeben oder irgendwas. Ja, hier Papier.
Ja, logisch, Regelsplan sind ja mit Papier. Also Kleber. Kleber, Glue ist immer Kleber. Und Paletten. Und hier wieder Limestone. Ich denke mal auch Wasser. Ich denke mal, diese Ausrufezeichen soll jedes Mal diese Informationen sein, was hier alles her muss, aber irgendwie funktioniert das nicht. Keinen Kontakt, das müssen sie noch mal fixen. Das müssen sie noch mal machen. So, hier Wasser. Und hier kommen die Platten raus, hier kommen die Platten raus. Ja, wie gesagt, das sind richtige Rigipsplatten. Es gibt halt einige Fabriken, die sowas brauchen. Ja, ist halt so. Stahlfabrik haben wir schon, Coca-Cola, Potato, Wodka-Fabrik, aber ich finde diese Pizzeria nicht, das gibt's da nicht. Was bist du? Shop, warten wir schon mal. Sunflower-Öl, also Sonnenblumenöl, gibt es auch eine Fabrik, mein Gott. McCain, Pommes. Verkaufsstellen. Erlaubnis hatten wir schon mal. Potato Washer. Zement, konkrete Stone Crusher Glue. Ach, hier ist die Fabrik, wo wahrscheinlich das ganze Zeugs hergestellt wird, wie eben. Ach, Jesus Gott, guckt euch mal das an. Also hier werden die ganzen. Also hier muss die Steine rein. Hier muss der Sprit wahrscheinlich rein, wo wir es gerade vorbeigedüst sind. Ach, jo. Lime out. Limestone out. Also ich sehe schon, ihr müsst da doch einen Bagger haben. Oder wenigstens einen Radlader. Gypsum out. Gypsum ist ja Gips. Mein Gott, das ist eine Riesenfabrik. Also in der Map kann man auch bestimmt zu 10 spielen. Wasser muss da rein. Hier kommt das Beton wahrscheinlich raus. Ja, geht mal wieder nicht wie immer. Hier, was muss hier rein? Kohle. Hier werde ich mit kleinen LKWs reinfahren. Sand, Kies, Leim und Zement. Wahnsinn. Was eine Riesenfabrik. Gut. Hätten wir das auch mal gesehen? Ja, es gibt eine Menge. Aber das, was ich jetzt eigentlich wollte, das habe ich immer noch nicht gefunden. Mining. Denn bloß diese verfluchte. Da oben habe ich noch gar nicht alles geguckt. Finally. Bärbelfässer. Powerfood, das hatten wir schon mal. Fischprodukte, Milchfabrik, Pizza, da ist sie doch, mein Gott, ja. Entschuldigung, Leute, hab sie gefunden. Die Pizza, jetzt will ich euch nur noch mal zeigen, was da alles rein muss. Das ist der absolute Wahnsinn. Kann aber es auch möglich sein, dass dieses Ausrufezeichen nicht geht, weil ich für den Mod vergessen habe, weil da sind noch zwei Mods dabei. Vielleicht geht es deswegen nicht. Also hier Wasser. Hier muss die Sahne rein. Cream. Und halt hier verschiedene Stellen, wo was rein muss.
Ja, kann sein. Ich glaube, dass der Mod fehlt. Weil, wie gesagt, wenn ihr die Map runterladet, die müsst ihr entpacken. Da ist doch noch eine Menge dran. So, hier müsste Tomaten rein. Hier muss der Käse rein. Hier muss das Peperoni rein. Hier kommt Mehl rein. Die Hühnerbrust kommt hier rein. Ground Beef, also quasi Hackfleisch ist das Ground Beef. Ja, sagt er, hier muss eine Menge rein. Und er schätzt das ja nicht. Hier müssen die Champignons rein, die Pilze. Hier kommen die Bretterpaletten rein. Und irgendwo muss das ganze Zeug auch rauskommen. Ich guck noch danach, Moment doch. Ah ja, hier. Hier kommen die Pizza Chicken. Hier kommt die Pizza Supreme raus. Mit Gemüse müsst ihr auch irgendwo abliefern. Dann haben wir hier die Pepperoni Pizza. Dann haben wir hier die Pizza Margherita. Ja. Vier verschiedene Pizzenarten. Und eine Menge, Menge, Menge Zutaten. So, Leute, machen wir langsam Schluss, sonst wird es ja wie ewig. Ich gehe noch mit euch schnell in die Garage. Und sage ich mal, was für ein. Gut, keine Fahrzeuge fahren. Wunderbar. Das ist aber schon richtig cool. Aber die Züge, seht ihr, da ist so ein Zug. Jetzt könnt ihr ihn mal sehen, halt, näher ran. Das ist jetzt so ein Zug mit diesen Koffergüterwagen. Die sind zuständig für Palettentransporte. Mit denen könnt ihr Paletten transportieren. Und wenn ihr mit denen dann irgendwo, guckt euch mal das Hafengebiet an, da können wir mal wieder das Hafengebiet sehen. Ja, Wahnsinn. Aber halt mal eine Zugrundfahrt. Also das ist Shell nochmal, das ist unsere Dieselgeschichte. Da gibt es dann auch, glaube ich, Dieselwaggons, wo wir Diesel transportieren. Ihr kennt also wirklich fast alles ausnahmslos mit Dings transportieren. Zügen. Da ist schon ein Holzzug. Für Getreide, das hatten sie der Shit gut. Ja, für den Zug gibt es Brücken. Das ist eigentlich, ah ja, seht ihr, hier ist schon mal für so ein Ding. Bremsen wir mal. Jetzt zum Bremsen komme. Bremst doch mal, bremst doch mal, bremst doch mal, bremst doch mal. Boah. Das ist eigentlich der Nachteil bei den Zügen. Also, wie tun sie das beim LS19? Verbessern, wenn sie Züge haben. Und zwar, dass sie mal schneller bremsen. Schauen wir 80 Stundenkilometer, aber bremsen nicht. Runter. So, Befüllung starten. Ah ja, seht ihr? Da geht schon los. Nährpaletten. Stahlpaletten, Drywall, Steel Tubes, Papier, Kleber, Resin, Boards, Shells, konkrete Blöcke, alles mit Zucker, Coca-Cola, sag ja, ich habe euch nicht angeschwindelt, alles was mit Paletten zu tun hat. Hier sind die mit den Tankfahrzeugen für den Diesel. Das ist zum Beispiel für Getreide und so, für das Schüttgut. Das ist der Holzzug, den habe ich ja auch schon gezeigt. Hier ist ein Holzverladen. Nochmal einer mit Schüttgut. Ja. Wenn er mit dem da drunter seid, da könnt ihr keine Paletten haben. Also, da ist er nochmal, der gute Junge. Ja.
Schifffahrt machen. Also ist da Fabriken ohne Ende. Ihr habt ja mal einen großen Übersicht gesehen, was da alles hergestellt werden kann, was da transportiert werden kann. Also es ist Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Jetzt auch nochmal so ein riesen Silo-Gedöns für alle Schüttgutsarten. Und wenn der Zug hier durchfährt, kann er befüllt werden. Ja, okay, das ist auch schön. Er fährt durch einen anderen Zug durch. Das Problem müsste auch mal gelöst werden. Weil vorgesehen waren eigentlich immer nur bei den Maps, dass es zwei Züge gibt, einer wo vorwärts fährt, einer wo rückwärts fährt. Aber sobald dann mal vier, fünf Züge auf der Map sind, dann kann es sein, dass der eine in den anderen reinfährt. Hier ist die BGA, könnt ihr auch mal schön sehen. Hier ist die Mühle. Fahren wir weiter, will die Mühle angucken, wenn ich gerade da bin. Da renne ich mal ganz fix rüber. Ich muss sehen, ob man da was abladen kann. Sieht zwar aus, als könnte man da was abladen. Kann aber sein, dass es auch nur eine Verkaufsstelle ist, Leute. Das kann auch möglich sein. Dass das nur eine Verkaufsstelle ist. Mit Dächle, aber wir haben noch nichts gesehen. Ja gut, okay, da fährt er wieder dahin, wo er hin soll. Da auch noch ein paar schöne Denkmäler. Komische Denkmäler, aber egal. Ja, Leute, das war's. Das ist die Jordan's Farm. Es lohnt sich, die echt mal runterladen zu spielen. Ob sie jetzt noch weiterentwickelt wird, weiß ich nicht. Kann ich jetzt echt nicht sagen. Aber auf jeden Fall kann man dann eine Menge Spielspaß haben, als Multiplayer sowieso. Soviel ich weiß, ist der Gacki Spiel, der sich nennt, der zockt die schon. Im Livestream immer mit anderen Leuten. Und ja, sieht sehr interessant aus, weil man da eben da wollte ich jetzt noch schnell hinlatschen, weil ich wissen wollte, was ist denn das für eine Fabrik. Hier werden die Öle hergestellt. Hier können wir Sonnenblumen abladen und dann eben hier kommen Sonnenblumen rein und da gibt es Sonnenblumenöl. Ja. Liebe Leute, was soll ich kurz sagen? Guckt es euch selber an, wie es gefällt. Wenn ihr nicht sagt, oh, die ist mir zu riesig, da ist mir zu viel Arbeit und so, klar, natürlich. Muss nicht sein, für den ist das dann eher nichts. Klar, ich habe mich auch schon dabei ertappt, wenn ich die so eine Map spiele. Und eben, irgendwann kommt man mit irgendeinem Produkt oder Rohstoff nicht mehr hinterher. Aber dafür ist es eben ein Spiel und heutzutage sind eben die PC-Spiele so ausgelegt, dass man eben viel Stunden, Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre spielen kann, sonst wäre es ja langweilig. Wenn ich mich zurückerinnere an die guten alten Nintendo-Zeiten oder die ersten PC-Spiele, wo vom Amiga 500 rauskamen, ja, da hat man ein Spiel in einem Tag durchgespielt. Mal ganz grob gesagt, manchmal sogar noch früher, Stunden nur. Ist halt so, wascht aus Armen. Und heutzutage sind die PC-Spiele ganz schön lang, dafür sind sie auch groß, dafür brauchen sie immer mehr eine bessere Grafikkarte. Ich habe mir schon Laptop in Aussicht gestellt, dass ich dann holen werde, nur für LS19, weil die Voraussetzungen für LS19 hat mein augenblicklicher Laptop, mit dem ich jetzt LS17 zocke, nicht. Ist halt so, was will man machen? Die werden immer anspruchsvoller, die Spiele,
Auch mit der Hardware, mit dem PC. Aber dafür hat man Spielspaß und ich, alter Sack, mit kurz vor meinem 50. Lebensjahr, ich muss euch ehrlich sagen, ich genieße das. Ich genieße das richtig. Ich finde es super, ich finde es schön. Ich liebe Simulationsspiele, ich liebe Echtzeitstrategiespiele. Ja, und wenn es die Zeit erlaubt, weil schließlich muss ich noch arbeiten. In 16 Jahren, wenn ich in Rente bin, habe ich mehr Zeit, da kann ich jeden Tag davor sitzen. Aber im Augenblick ist es halt so, ich habe nur abends mal ein Stündchen Zeit oder sogar zwei. Und da habe ich manchmal keinen Bock, weil ich lieber mal was im Fernsehen angucke oder irgendwie mal eine Serie angucke. Also kommt es auch vor, dass ich manchmal tagelang überhaupt nicht dran sitze. Deswegen sterben auch die Let's Plays immer, weil manchmal fehlt mir einfach die Lust. Man hat schließlich auch noch eine Freundin, man hat schließlich noch Bekannte, Kumpels, mit denen man auch mal fort will, auf ein Konzert, ins Fußballstadion und so weiter und so fort. Und zack, geht die Zeit flöten. Wie gesagt, wenn es meine Gesundheit erlaubt, besonders Augenlicht und Gehör, und ich bin eben dann 67 und gehe in Rente, was normal ein Witz ist, das darf man sich gar nicht auf die Zunge zergehen lassen, mit 67 in Rente. Das ist für mich sowas von übertrieben und gesponnen, aber lass mal es gut sein, das ist ein anderes Thema. Da könnte ich mal was filmen mit in eigener Sache. Auf jeden Fall habe ich dann mehr Zeit und kann mich dann mehr drum kümmern. Hat jetzt nichts mit der Map zu tun. Fiel mir jetzt nur mal so ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hat es euch gefallen? Lasst ein Like da, ein Daumchen nach oben. Lasst einen Kommentar da, wie ihr die Map findet. Besonders aufgrund der Produktionen, was man da alles machen kann, wie wahnsinnig vielseitig ist. Manchmal hat man das Gefühl, dass dann die Landwirtschaft ein bisschen in den Hintergrund tritt. Ist aber Quatsch, weil schließlich ist ja hauptsächlich die landwirtschaftlichen Produkte eben erforderlich, wie eben Weizen, Arten, Zuckerrüben, Kartoffeln und so weiter und so fort. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Rockpower. Macht's gut, tschüss, ciao.